Okay. Okay, guten Morgen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich hoffe, man hört mich. Ich habe jetzt die große Freude, den nächsten und ersten Redner des heutigen Tages jedenfalls vorstellen zu dürfen, Herr Professor Gerhard Lauer. Er ist Professor für Digital Humanities an der Universität Basel und leitet dort das Digital Humanities Lab. Er hat in Saarbrücken, Tübingen und München Germanistik und Philosophie studiert und seine wissenschaftshistorische Dissertation dem Kulturphilosophen Erich Kahler gewidmet. Seine Habilitationsschrift rekonstruiert die Konfessionalisierungsprozesse in den Schriften des frühneuzeitlichen Judentums. 2002 bis 2017 war Herr Lauer Professor für Deutsche Philologie an der Universität Göttingen, bevor er dann 2017 nach Basel wechselte. Erschienen zuletzt von ihm Johann Friedrich Blumenbach, Race and Natural History von 1750 und im Jahr 2017 erschienen Wilhelm von Humboldt, Schriften zur Bildung. Wir sind jetzt sehr gespannt, von Herrn Professor Lauer einen Vortrag mit dem Titel Lesen digital zu hören. Ja. Vielen Dank, Björn Norlach. Können Sie mich so hören? Weil hier vorne hat man keinen Eindruck davon, Sie hören mich gut, ja? Gut. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Lesen digital. Sie wissen alle, Lesen ist für das Lernen, einschließlich des Lernens zum Beispiel mathematischer Relationen, extrem wichtig, sozusagen die Mutter des Lernens. Und wir alle wissen, der Zustand des Lesens ist, sobald das Wort digital im Raum ist, sehr schlecht. Das klingt dann zum Beispiel so. Warum geht es nicht weiter? Nee. Jetzt hat er sich aufgehängt. Das ist der Klassiker. Und nichts mehr. Nee. Komplett eingefroren. Und der Sound, mit der diese Kritik vorgetragen wird, wird etwa von dem Enfant Terrible der amerikanischen Literatur dann so formuliert von Bret Easton Ellis: There's no writing, they don't care about literature. Und gemeint sind die jungen Menschen heute. None of them read books. Where's the great millennial novel? There's none. There isn't one. Sorry. Also, keiner liest mehr, keiner schreibt mehr, Literatur ist tot, das ist einfach alles vorbei. Das ist völlig normal. Gucken Sie sich an, was der Rat für kulturelle Bildung etwas differenzierter darstellt, dann kann er zu Recht darauf verweisen, dass YouTube längst die Umwelt auch der lesenden Generation heute ist und nicht mehr das Buch. Sie kennen wahrscheinlich diese Zahlen, ich muss da gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Das ist einfach YouTube, das Leitmedium der 12- bis 19-Jährigen, grob zusammengefasst. Und schließlich haben der Börsenverein des Deutschen Buchhandels letztes Jahr mit viel Presseecho festgestellt, dass vor allem die Jungen, also zwischen 20 bis 49, das ist eine Zahl, das sind die Jungen, interessant, aber ja, okay. Also jedenfalls hier, Sie sehen diese Aufzeichnungen 20 bis 29, 30 bis 39, 40 bis 45, ein Einbruch von Buchkäuferzahlen von über 30%, also Verlust von Leserinnen und Lesern, so hat man das dann interpretiert, von Jana Wittmann und anderen, dass über 30% der jungen Menschen eigentlich nicht mehr interessiert sind, Bücher zu kaufen, und Sie können sich vorstellen, was in den Feuilletons da war, los war. Jetzt gab es die schöne Entspannung, immerhin 300.000 sind wieder gekommen, aber viele Millionen Leserinnen und Leser sind schon verloren, also das ist alles vorbei mit dem Buch und wir müssen gar nicht mehr darüber reden, das ist für die Schulen irrelevant. Und Kollegen wie Manfred Schneider und andere, aber das ist jetzt nur so ganz exemplarisch, die formulieren diese Kritik dann auch in demselben Ton, dass eben in einer Umgebung fortschreitender Lebenserleichterung den Aufwand an Zeit, Konzentration und Vorstellungskraft
eben von der jungen Generation niemand mehr aufbringen mögen, die ein Gedicht, ein Roman, ein Essay, eine Novelle verlangen. Also wir haben die alten Professoren, dazu darf ich mich jetzt auch zählen, die die Bücher noch pflegen und die das noch wissen, wie wichtig Hölderlin ist, und diese junge Generation, die das nicht kann. Sie wissen natürlich, und da könnte ich es mir jetzt leicht machen, dass das ein Topos ist, der Bildungskritik seit Platon, und damit wäre die Sache schnell vom Tisch. Man kann sagen, es ist ein eigenes Genre geworden, der Kulturkritik, also in Deutschland kennen wahrscheinlich alle Manfred Spitzer, der jedes Jahr ein neues Buch in dieser Richtung rausgibt, im Amerikanischen ist Marianne Wolf. Wir waren bei der Stavanger Erklärung da dabei, und auch deren Rezeption in Deutschland durch die FAZ war eben genau in dieser Richtung, das Digitale verblödet die Generation, unsere Jungs werden alle dick und dumm. Das ist also die Conclusio. Das können Sie natürlich in der Bildungsgeschichte lange nachlesen. Wir wollen also da ein bisschen genauer reingucken, stimmt das? Und ich will am Anfang ein paar Daten geben, wie hat sich Lesen tatsächlich entwickelt, sofern wir darüber überhaupt Daten haben, und die Datenlage ist natürlich sehr schlecht. Wir gucken uns dann an, ich versuche dann zu zeigen, dass es Lesen gibt, aber es funktioniert tatsächlich nicht digital, sondern es funktioniert in einer digitalen Umwelt, was ein Unterschied ist. Und bespreche dann die Folgen, die das für die Forschung hat, weil wir eine andere Form von Leseforschung brauchen, als wir sie vielleicht klassischerweise haben. Zunächst also mal zu ein paar Daten in Sachen Lesen. Reading on the Rise wurde 2009 der große Lesebericht in den USA, das National Endowment for the Arts and Humanities, überschrieben, weil seit mehr als 30 Jahren des Niedergangs von Leserzahlen zum ersten Mal die Zahlen wieder gestiegen sind, und zwar über die so wichtige Markierung, dass mindestens die Hälfte aller Amerikanerinnen und Amerikaner mindestens einmal im Jahr ein Buch gelesen haben. Ein Buch mindestens im Jahr. Über 50%, Sie sehen das, die 50%-Marke ist einfach psychologisch wichtig. Noch besser sehen die Zahlen bei Jugendlichen aus. Also genau in dem Moment, als das Internet die Gesellschaft durchdringt, etwa mit dem Jahrtausendwechsel, und dann auch das iPhone und die digitale Umwelten kommen, steigt das Lesen. Noch wichtiger ist, dass die Zahl absolut steigt, denn die Zahl der Amerikaner ist durch starke Migration erheblich gewachsen. Aber wir haben auch in Gruppen, die aus Lateinamerika, Mittelamerika kommen, steigende Leserinnen und Leserzahlen. Und auch das notorisch leseschwache Geschlecht, also die Jungs und Männer, lesen wieder mehr. Und sie lesen vor allem Romane. Das ist das meistgelesene Genre. Noch schlimmer sieht es aus für die Kritiker des sogenannten Kulturverfalls, dass die Benutzung von Bibliotheken und vor allem das Lesen von Büchern unter der jungen Generation in den USA viel besser ist als unter den älteren. Das ist hier aus dem Economist bzw. dann bei Pew Studies, also das ist der sozusagen der Think Tank im amerikanischen Bildungswesen. Wenn Sie sich diese Zahlen angucken, oben die 18- bis 29-Jährigen und die 5 plus 65, also die Älteren, dann sehen Sie, egal welche Gruppe von Büchern, ob Sie den breiten Buchbegriff nehmen oder den Buchbegriff, den ich jetzt ein bisschen betont habe, also der in der rechten Seite hier zu finden ist, ist die zweite Balken, die Jugendlichen mehr Bücher lesen als die Älteren. Das ist erstmal kontraintuitiv, kann man viel über das methodische Design nachdenken, aber ich könnte jetzt diese nur für Amerika vorhandenen Studien noch verlängern, und sie weisen einfach in genau die andere Richtung als das, was in der Presse immer wieder behauptet wird. Sie kennen den Stand in Deutschland zum Lesen von der Stiftung Lesen, Kim, Mike, Jim James Studien und so weiter, also wirklich ganz knapp. Es wird gerade in deutschsprachigen Ländern viel Kindern vorgelesen, das, wir wissen alle, für die Lesesozialisation der wichtigste Schritt. Ob das 80% sind, kann man in Frage stellen, weil Sie wissen, das ist extrem schwierig zu erheben. Da gibt es ganz viele methodische Probleme, aber grundsätzlich sind zumindest in deutschsprachigen Ländern die Zahlen deutlich besser als in anderen. Auch die Kinder und Jugendlichen und auch die Erwachsenen lesen. Es gibt viele Menschen, die jeden Tag Bücher lesen, was immer Buch heißt.
Es gibt allerdings auch etwa ein Viertel der Bevölkerung, die fast nicht liest. Die finden sich eher in der Stadt als auf dem Land. Also es gibt ein klares Bildungsgefälle von nach unten zur Stadt hin, anders als man es denkt. Wir wissen, dass die Lesemuster auch noch so typisiert sind, dass Mädchen und Frauen eher emotionsbetont sind. Das gilt auch für die sozialen Mediennutzung. Und die jungen Männer eher handlungsbetont, eher sachtextorientiert. Und das gleiche Unterschiede gibt es in Computerspielen, wenn auch nicht so stark. Und schließlich haben wir für Industrienationen einen erheblichen Anteil an funktionalen Analphabeten. Da gibt es viele Programme, wie Sie wissen, in den deutschsprachigen Ländern. Trotzdem haben wir eine Zahl, die eigentlich uns die Schamesröte in Industrienationen ins Gesicht treiben müsste, die so nicht sein dürften. Unter Kinder und Jugendlichen, auch ganz grob zusammengefasst, die unter 13-Jährigen lesen ungefähr mehr als die Hälfte, einmal pro Woche ungefähr. Sie kennen die ganzen Texte, dass die Mädchen mehr lesen als die Jungs. Sie wissen, was Harry Potter und Craigs Tagebuch auch für die Jungs bedeutet. Oder ich habe jetzt auch daheim so einen Lesewurm, der bis vor kurzem nicht gelesen hat, aber das Lied von Feuer und Eis, also es gibt gar nicht genug Bände und man muss wirklich so wunderbare Dinge tun, wie die Taschenlampe unter der Bettdecke wegnehmen und so weiter. Und ich bin total glücklich, aber spiele natürlich den aufgeregten Vater. Ja, weil wir wissen, das ist für die Lesesozialisation natürlich in der zweiten Phase, in der peer-orientierten Phase des Leseerwerbs ganz wichtig. Hoher Internetkonsum und hohe Schulleistungen schließen einander nicht aus. Wenn Sie die internationalen Studien, vor allem in asiatischen Ländern, sich angucken, die ja eine viel höhere Internetdurchdringung der Gesellschaft haben, als wir das in Europa haben. Und, das sage ich, da waren die im Börsenverein auch immer wieder irritiert, deshalb werden trotzdem mehr Brettspiele verkauft. Es gibt etwa in den letzten 20 Jahren dreimal so viele Klassikfestivals, also wirklich hochkulturelle Ereignisse, als 20 Jahre zuvor. Die Zahl der Bibliotheksbenutzer kennt nur eine Tendenz nach oben, mit großen regionalen Unterschieden natürlich. Und 2017 hat das Institut für Museumsforschung in Berlin festgestellt, dass es in Deutschland noch nie so viele Museumsbesucher gegeben hat wie im Jahr 2017. Also einige der Vorstellungen vom Kulturverfall sind einfach nur Zitate, sonst gar nichts, haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen, auch noch der Intelligenzquotient nimmt seit Jahren in Industrienationen zu. Das ist sehr gut erforscht seit den 60er Jahren durch James Flint und andere. Und dieser Effekt ist, gibt es ganz viele Erklärungen dafür und das ist ziemlich klar. Natürlich steigt das nicht endlos, sondern etwa pro Dekade um 3 IQ-Punkte. Also Sie wissen, das ist eine Normalverteilungsmessung und die muss man etwa alle Dekade um 3 Punkte nach oben verschieben. So. Aber keine Angst, wir werden also keine Superhumans oder so etwas, aber trotzdem, Kinder werden intelligenter. Das ist gar nicht aufzuhalten. Und wenn Sie jetzt mal ein bisschen über die Zeit gehen, das ist jetzt aus der Chimes-Studie gezogen. Sie sehen unten 2007, 2008 bis 2017 immer etwa 1200 Jugendliche befragt danach, ob sie mindestens täglich oder mehrmals pro Woche ein Buch lesen, sehen Sie keine Veränderung im Leseverhalten. Im Schnitt etwa 40% der 12- bis 19-Jährigen lesen circa einmal pro Woche mindestens ein Buch. Also Kulturverfall hat es vielleicht irgendwo gegeben, aber im Augenblick nicht im Bereich des Lesens in den deutschsprachigen Ländern. So. Kommen wir also, wo sind diese Leser, wenn sie nicht automatisch Buchkäufer im Sinne des Börsenvereins sind? Wo sind die? Und genau über die möchte ich jetzt sprechen. Es gibt so viele Möglichkeiten zu lesen. Wer sich für Musik interessiert, es gibt die klassische Akademie-Ausgabe, die wurde durch Hewlett Packard ins Netz gebracht, sehr aufwendig. Die digitale Mozart-Ausgabe hat am Tag 500.000 verschiedene Zugriffe. Also man kann Bots und die Ähnlichkeit, also wenn es dieselbe IP-Adresse ist, unterscheiden. Etwa 500.000 Menschen fragen pro Tag weltweit nach Mozart. Das ist Hochkultur. Mozart ist ein Superstar unserer Kultur, gar keine Frage.
Sie können heute virtuelle Manuskripte, wenn Sie sich für hochspezialisierte Dinge lesen im Internet, die können Sie in der Wirklichkeit nicht lesen, wie zum Beispiel dieses Augustinus-Manuskript, denn diese Seiten dieses Manuskripts liegen an drei verschiedenen Orten, nämlich in St. Petersburg, Genf und Paris. Und an Ihrem Schreibtisch werden Sie durch IIIF-Technik und dieses wunderbare metavistische Projekt E-Kodizes von der Universität Fribourg zusammengeführt. Und Sie lesen das Manuskript wieder, wie es im Mittelalter einmal war. Also hochspezialisierte Interessen haben im Internet Möglichkeiten, die vor kurzem nicht da waren. Das sind alles sehr neue Entwicklungen. Und der größte Player ist natürlich Google Books. Sie wissen vielleicht, dass Serge Brin, Larry Page und auch Marissa Meyer große Buchliebhaber sind. Und die haben vor allem in Scan-Technologien investiert. Das war der entscheidende Durchbruch. Hier um die Ecke, nein, beziehungsweise die eigentlich stehen die Scanner draußen von der Bayerischen Staatsbibliothek in Geheimräumen, da darf niemand rein, man darf auch die Verträge nicht sehen, wird im großen Stil digitalisiert für die deutschsprachigen Bücher. Die haben etwa 40 Millionen Bücher zugänglich von jetzt gemessen von Google an den Katalognummern, ISBN-Nummern in der Library of Congress, 130 Millionen verschiedene Bücher in der Welt. Es gibt natürlich weltweit sehr viel mehr Bücher, aber das gibt Ihnen eine Vorstellung, 30 bis 40 Millionen Bücher sind als Volltext, einschließlich Part-of-Speech-Tagging, also Sie können dort nachgucken, was ist das Wurzelverb in den Sätzen des chinesischen, der chinesischen Bücher und so weiter. Also solche Sachen können Sie alles dort machen, das ist schon riesig. Und das Entscheidende ist, dass diese Bücher massiv runtergeladen werden. Herr Czajnova hier von der Bayerischen Staatsbibliothek verweist immer wieder darauf, dass mehr verschiedene Bücher ausgeliehen werden, seitdem er mit Google Books die Teufelspartnerschaft aus Sicht vieler Bibliothekskolleginnen und Kollegen eingegangen ist. Aber er kann zeigen, dass er zur Bildung dieses Landes beigetragen hat, weil mehr Menschen mehr verschiedene Bücher ausleihen. Sie wissen, von Bibliotheken werden höchstens 10% der vorhandenen Bücher überhaupt jemals ausgeliehen. Das ist ungefähr der Wert. Und mit Google Books wird es erweitert. Also mehr Menschen lesen, das ist überhaupt gar keine Frage. Und Sie sind natürlich, kaufen nicht bloß neue Bücher, wozu auch? Es gibt das Internet, das ist wunderbar. Und man kann bei Booklooker und ZVAB, die inzwischen natürlich von Amazon gekauft worden sind, weil die alle verstanden haben, das ist ein riesiger Markt, wo wir eben gebrauchte Bücher, was immer das heißt, miteinander teilen. Und es sind riesige Welten, leider sehr schwierig, darüber halbwegs Zahlen zu bekommen. Aber man kann nicht aus den reinen Verkaufszahlen, wie die Gesellschaft für Konsumforschung für den Börsenverein das gemacht hat, darauf schließen, dass keiner mehr Bücher an Büchern interessiert ist, denn man muss den ganzen Gebrauchtbuchbereich sich angucken und der ist natürlich riesig, aber eine sehr diverse Landschaft und Sie sehen, dass jemand wie Amazon daran Interesse hat, wie hoch dieser Markt dafür tatsächlich ist. Also da ändert sich wirklich sehr viel. Und jetzt komme ich zu den Dingen, die vielleicht einige von Ihnen aus von Ihren Schülerinnen und Schülern kennen. Das, was wir, ich weiß nicht, im Deutschen soziales Lesen und Schreiben, klingt irgendwie wie betreutes Lesen und Schreiben. Aber Social Reading and Writing ist einfach eine riesige Welt. Wattpad, Fanfiction, die Selbstverlage, da reden wir ja über einen Millionenmarkt. Und das will ich Ihnen ein bisschen vorstellen, was da passiert. Und natürlich gibt es auch wie Lovely Books von großen Verlagen, also das ist die Holzbrink-Gruppe, die dahinter steht, die das organisiert, um Menschen im Gespräch über Bücher zusammenzubringen, und zwar Millionen von Menschen zusammenzubringen. Oder Büchertreff.de zum Beispiel, das ist wirklich eine Bottom-up-Sache, sind auch nur 50.000 Mitglieder, das ist ja nichts, die sich selbst übers Netz organisiert haben und miteinander über Bücher reden. Ja, ganz selbstverständlich. So. Meine Kollegen sagen immer, ja, aber niemand liest mehr Lyrik. So, Akademie für Sprache und Dichtung, mein Kollege Herr Detering. Sagt jemand, hast du mal, kennst du Rupi Kaur? Nur mal ein Beispiel. Also, Rupi Kaur, Migrantenkind, aus Indien mit 4 Jahren nach Kanada gekommen, hat angefangen, wie Goethe, für Geburtstage Lyrik zu schreiben. Ja, so lernt man Lyrik zu schreiben. Dann hat sie mitbekommen, es gibt das Internet, es gibt Instagram und Twitter und so weiter und hat angefangen, ihre Gedichte dort zu publizieren und wurde darüber so populär, dass zu kauern im Internet bedeutet also
einfache Gedanken in poetische Zeilen zu bringen, um es mal so zu sagen. Diese Gedichte sind so erfolgreich, dass es zunächst in Amerika als gesammelter Band herausgegeben wurde, Milk and Honey, war über eine Woche lang Bestseller-Autorin auf der New York Times Bestsellerliste, etwa 1,6 Millionen Exemplare verkauft, in praktisch alle Sprachen übersetzt. Die Frau ist Anfang 20 und hat im Deutschen eine zweisprachige Ausgabe, Deutsch-Englisch, ich habe auch schon den Verleger kennengelernt, und die verkauft sich natürlich wunderbar. Da müssen Sie nur gucken, wenn die bei TED Talk auftritt, also so elegant aufzutreten, da muss ich noch einiges lernen. Obwohl ich sagen würde, jetzt mal literaturhistorisch, das ist weitgehend Kalenderlyrik. Aber Kalenderlyrik würde ich nicht verachten, denn Kalenderlyrik und die lyrischen Jahrbücher der Männergesangsvereine im 19. Jahrhundert sind eine wichtige Instanz für die Verbürgerlichung unserer Gesellschaft und Ästhetisierung der Gesellschaft. Hat hier Thomas Nipperdey in seiner großen Geschichte des 19. Jahrhunderts gezeigt, wie das zusammenhängt. Also Lyrik hat eine vergesellschaftende Funktion und genau darum geht es. Denn es geht um Probleme in Beziehung, Benachteiligung von Mädchen und vor allem Benachteiligung von Mädchen, wenn sie nicht so aussehen, wie der Standard das verlangt. Ja? Und das sind Themen, die genau diese Funktion haben, die wir im 19. Jahrhundert den lyrischen Jahrbüchern, die natürlich auch nicht alle Hölderlin Gedichte enthalten, haben. Also, es wird weiter gelesen und geschrieben, wie nicht gescheit. Mein Superstar ist natürlich John Green. Ist hier jemand? Kein Nerdfighter? Da, okay, Philipp, ja. Hätte ich wissen müssen, Entschuldigung. Okay, die Nerdfighters, also wenn jetzt Benedict Cumberbatch neben Philipp sitzen würde, dann würde der auch so machen, das ist das Erkennungszeichen der Nerdfighter. John Green ist nicht nur ein wunderbarer Jugendschriftsteller, einer besten, der hier bei Hansa auch verlegt wird, alle Bücher werden auch verfilmt oder fast alle von ihm, sondern mit seinem Bruder Hank, der jetzt auch ein Buch rausgebracht hat, sind sie Videoblogger und erklären jede Woche, was passiert da eigentlich in Syrien? Warum ist es wichtig, nach den Ferien wieder in die Schule zurückzugehen? Und all solche Fragen. Die machen natürlich viele andere Projekte und das Buch ist Teil einer digitalen Umwelt, in der diese Schriftsteller dann auch Schriftsteller sind. Aber sie sind Blogautoren, sie erklären die Welt für Kinder und Jugendliche in einem Maße, dass sie eben Millionen von Menschen erreichen und das zu verachten, nur weil es nicht nur Literatur ist, sondern eben das ganz selbstverständlich, das Buch ist einfach Teil der digitalen Welt. Und erst kommt das Digitale und dann das Buch. Und nicht die Vorstellung, wir haben ein Buch und das geht runter und dann kommt das Digitale daneben dran. Es ist genau umgekehrt. So. Ich kann die Reihe weitermachen. Es gibt natürlich völlig industrielle, vorhergestellte Superstars im Schreiben, also wie die Modebloggerin Söller, das ist nicht ganz wirklich mein Bereich, aber natürlich ein Superstar im Internet. Und dann müssen natürlich alle Leute, die bekannt sind, müssen Bücher schreiben. Das macht sie nicht selber. Sie hat ein professionelles Team. Und ihr Debütroman ist der am meisten in der ersten Woche am häufigsten verkaufte Roman in der Buchgeschichte. So. Also junge Leute lesen in dem Fall dieses Zeug, aber okay, sie lesen. Das kann man mal feststellen. Und dann wird es natürlich in Serie hergestellt und weitergemacht. Schließlich gibt es elaborierter, Sie kennen vielleicht Twitter-Romane oder Videoblogs, das funktioniert so, Sie haben einen Superstar wie Jane Austen, der also wirklich in der englischsprachigen Welt sehr wichtig ist, oder Anne of Green Gables, also die Klassiker, und die werden wieder erzählt von Jugendlichen, die so tun, als würden Lizzie und Mr. Bennet Tweets austauschen. Also die Romanhandlung wird entlang der Plotline von Jane Austen so erzählt, dass als würde das jetzt aktuell passieren, nur das Medium, in dem dieser Roman erzählt wird, sind Twitter-News oder man nimmt Videos dazu. Es gibt es hoch elaboriert, Ralf Larsen ist sicherlich ein sehr avancierter Autor, aber sein Buch Entrances and Exits, vor 4 oder 5 Jahren rausgekommen, kann man nicht mehr drucken. Sie wissen, dass seine anderen Bücher auch nur sehr schwer noch zu drucken sind. Aber Entrances and Exits setzt Google Street View Funktionen voraus. Sie können das nur noch auf Ihrem Smartphone lesen. Sonst verstehen Sie einfach den Roman nicht mehr. Das geht gar nicht mehr anders. Also es gibt praktisch von der hochkulturellen, vom Highbrow bis zum Lowbrow alles in der digitalen Welt.
und die digitale Welt ermöglicht das Lesen und bringt die Bücher in eine Umwelt, die eben vom Börsenverein erst in Ansätzen in den Blick genommen wird. Dann gibt es diese ganzen Diskussionsforen, das ist jetzt völlig willkürlich rausgesucht. Und natürlich haben viele meiner Kolleginnen und Kollegen gesagt, ah ja, diese Lieschen Müller Laienkritik, das müssen wir doch gar nicht ernst nehmen. Es geht uns doch darum, dass im FAZ-Feuilleton die elaborierte Kritik geschrieben wird. Ich würde auch hier mit Thomas und die Partei sagen, nein, es ist ganz wichtig, dass die Menschen selber sich ihr Urteil aufschreiben und sich schriftlich mit ihren Freunden, es sind immer Gleichgesinnte, die da hier miteinander drüber sprechen, zum Beispiel wie viele Kitsch ertragen wir, wie viele Klischees da ist. Wenn man diese Kritiken sich genauer anguckt, und wir versuchen das auch mit computergestützten Methoden zu machen, sieht man, dass es da einen großen Hunger danach gibt, literaturkritische Kategorien überhaupt zu entwickeln, und wir versuchen, die dort rauszufinden. Das ist nicht ganz trivial, komme ich gleich noch dazu. Und nehmen Sie was wie Goodreads, jetzt gehe ich mal auf die amerikanische Goodreads, da hat auch Goethe, ja, gut, 3.500 Follower, jetzt können Sie überlegen, ist das viel oder wenig, bei Teen Fiction haben Sie natürlich ganz andere Zahlen, das ist klar, aber immerhin 3.500. Dann habe ich nachgeguckt, ein Buch, das zu Goethes Lebzeiten ein völliger Flop war, nämlich seine Farbenlehre, also bis auf ein paar Klammern zu. Und jetzt könnte man sagen, my favorite chapter was Brown. Das ist trivial. Nee, ist nicht trivial. Weil Sie müssen verstanden haben, wie Goethe die Farben anordnet, um überhaupt zu verstehen, welche Bedeutung die Farbe Braun hat. Das sind Fachleute, die das lesen. Das sind wirklich die Hochgebildeten und die zitieren dann oft, die kopieren dann auch aus akademischen Kommentaren, wie Sie rechts sehen, ganze Hinweise dazu, zu Goethes Farbenlehre. Und wenn man da einfache, ich komme gleich noch zu den Methoden. Und jetzt mein Lieblingsbeispiel ist natürlich Wattpad, ich hoffe, das kennen Sie alle, also etwa 70 Millionen Mitglieder von Marathi-Publikationen bis hin zu finnischen, aber natürlich ist die englische Gruppe die größte, etwa 2 Millionen am Tag, 100.000 Geschichten, die da gelesen werden. Und Superstars wie Anna Todt, die übrigens auch im Deutschen übersetzt bei BTB erscheint, weil diese Bücher immer kapitelweise auf dem Smartphone aufploppen. Also wenn Sie da Mitglied sind, können Sie das neueste Kapitel von Anna Todt, die After Series, haben Sie vielleicht schon an Bahnhöfen plakatiert gesehen, das ist wirklich ein Superstar. Und am Ende einer solchen Serie sagen die Leserinnen und manchmal auch Leser, wie soll ich weiterleben? Das ist genau das, was die Leser von Rousseau im 18. Jahrhundert am Ende der Nouvelle Héloïse gesagt haben. Wie kann ich weiterleben, wenn Saint-Breuil und Julie sich nicht bekommen haben? Ja, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Das sind die echten Leser, das sind nämlich die immersiven Leser und die finden Sie dort im großen Stil. Und es ist kein Zufall, dass Alan Lau, der kanadische Gründer der ganzen Sache, erst eine digitale Umwelt gebaut hat, dann im Sinne der Plattformindustrie gesagt haben, die Leute bilden selber den Content, obwohl die da auch Klassiker drin haben, und dann tauschen sie sich darüber aus. Und jetzt mache ich auch noch einen Verlag. Der Verlag ist nachgeordnet. Das, was wir als klassisches Buch kennen, dass auch Anna Todt und andere dann gedruckt werden aus diesen Welten, ist der zweite Schritt. Der erste ist erstmal die Umwelt zu retten. Und das bringt mich dann zu meinem Schlussthema, ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten, also die Folgen für die Forschung, die nicht ganz trivial sind. Also Sie müssen sich vorstellen, so sieht es auf Ihrem Smartphone aus. Sie haben ein neues Kapitel, hier in dem Fall Pride and Prejudice von Jane Austen, also es werden die Klassiker dort auch gelesen. Wir ziehen diese Geschichten runter, Data Scraping heißt es. Ich habe dazu geschrieben, dass es nicht ganz konform ist mit der Datenschutzgrundverordnung, aber wir machen es trotzdem. Dann sehen Sie da so kleine Bubbles rechts neben dem Text. Es gibt dann an, dass neben einem Satz wie My dear Mr. Bennet said his lady to him one day, have you heard that Netherfield Park is let at last? Etwa 315 Kommentare nur zu diesem einzelnen Satz da sind. Das ist ungefähr die Höhe. Und wir müssen die da rauskriegen, diese Sätze, also wir laden den Text runter, wir laden die Kommentare dazu runter, die Kommentare, die ja wieder Kommentare zu Kommentaren sind, also das sind ja interne Diskussionen, also hier etwa 342 nur
zu einem, einem Satz da drin. Also wir reden am Ende über Zehntausende von Kommentaren und versuchen darüber dann zu verstehen, und das ist jetzt ganz grob, wie gehen Menschen, junge Menschen mit klassischen Büchern um, im Unterschied zu Teen Fiction. Also wenn Sie sehen schon am Titel The Bad Boys Girl, muss ich nicht erklären, worum es geht, im Unterschied zu Jane Austen oder Shakespeare und übrigens von den deutschen Autoren Hermann Hesses, einfach immer grün, immer noch unterwegs. Und wir wollen eben verstehen, ob trotzdem erstmal die Zahlen, Sie sehen, Jane Austen hat 42.000 Kommentare, das ist gar nichts. The Bad Boys Girl hat 2,5 Millionen Kommentare, also da ist schon ein bisschen mehr Traffic da. Ob die sich also von der Zahl, von ihrer Struktur, wie weit gehen die aufeinander ein und vor allem verwenden sie andere Sprache, denn wir gehen von der Scaffolding-Theorie aus, dass der Ausgangstext, wenn der schon schwieriger ist, auch die Sprache der Kommentare schwieriger ist. Also dieses Gerüst bauen, dieses Scaffolding wollen wir genau untersuchen. Und ja, das sieht dann am Ende so aus, gerade ein frisches Paper, das hoffentlich angenommen wird, wo wir gucken, wie die jungen Menschen von The Bad Boys Girl oder I Sold Myself to the Devil, das sind so diese Teenfiction-Bücher, wie viel gehen rüber, um Jane Eyre oder Pride and Prejudice oder Wuthering Heights zu kommentieren. Also wie weit gehen diese Welten ineinander über, wie weit sind sie überhaupt separat. Also was passiert da überhaupt an Bildungsprozessen, die jenseits der Schule selbst organisiert erst in digitalen Umwelten möglich geworden sind. Und da sind wir am Anfang. Da gibt es einfache Maße, also Komplexitätsmaße wie Flash-Index und andere, die sagen, wie viele Worte sind durchschnittlich in einem Satz da, wie lang sind diese Worte und so weiter. Und da können Sie dann einzelne Kommentare sich angucken, wie viele Jahre Sie im amerikanischen Schulsystem gegangen sein müssen, also zwischen 9 bis 13 Jahre, um diese Rezension auf der rechten Seite verstehen zu können. Das ist die Korrelation. Also am Ende wollen wir Bildungsprozesse besser verstehen, die aber im Digitalen passieren und die wir zum ersten Mal sozusagen Echtzeit abgreifen können. Wir haben Realtime-Data hier in einem Maßstab, den wir bis vor kurzem nicht hatten. Und das geht dann immer elaborierter. Also wir versuchen, sogenannte Plotlines zu rekonstruieren, in dem Fall Jane Eyre. Die rot ist die emotionale Linie, also man teilt die Wörter in positive und negative Wörter und neutrale Wörter ein und schneidet dann die Romane in etwa 10.000 Wort-Slice und guckt dann immer, ist dominieren die negativen oder die positiven Wörter oder ist es neutral, also eher in Durchschnittslinie und bekommt dann ein emotionales Profil, was uns in etwa den Verlauf einer Geschichte darstellt und gucken dann, ob das sich widerspiegelt in den Kommentaren, also emotional aufgeladene Szenen, Lissy weist Mr. Bennet zurück, ist dann entsprechend viel Kommentar dazu und so weiter. Das sind so ein bisschen die neuen methodischen Ansätze, die wir machen. Also es geht natürlich nur Computer generiert, weil wir reden hier über Millionen von Datenpunkten. Also wenn Sie Karteikarten machen wollen, dann ist das Arbeit. Was wir brauchen ist dazu, und Scaffolding Theory aus dem Bereich von Kate Nation, Reading Studies in Oxford und die Discourse Acquisition Support System, Uta Quasthoff, sehr stark linguistisch, psychologisch, wollen wir verstehen, das ist jetzt mein Vorschlag, wie erwerben eigentlich Kinder die Fähigkeit zu erzählen, wie baut das aufeinander auf, da gibt es keine zusammenhängende Theorie, soweit ich sehe. Ich hoffe, Sie korrigieren mich. Wie funktioniert das überhaupt? Wie können wir das klassifizieren? Wo sehen wir in welchen Altersgruppen das überhaupt? Und wie funktioniert dieses Gerüstbilden vom gemeinsamen Bilderbuchlesen mit der Mama bis hin zu Wuthering Heights? Also das ist eigentlich, was wir als eine Einheit sehen und nicht als eingeteilt in Hochkultur und sogenannte populäre Kultur. Aber das sind meine Anfänge. Da gibt es viele, ich kann es nur ganz kurz machen, Apps auf Handys von Jugendlichen zu spielen, um deren Nutzungsverhalten abzugreifen, weil da müssen sie zustimmen, sonst haben wir immer Datenschutzprobleme. Wir halten uns nicht immer dran. Fragebögen zur Persönlichkeitsstruktur. Wir wissen,
dass Persönlichkeitsmerkmale einen hohen Einfluss darauf haben, wie gelesen wird, wie sich Lesebiografien entwickeln. Wir versuchen das auch im Rahmen von allgemeinem Wohlbefinden in Gesellschaft, also wie verändern sich Gesellschaften, das ist ein sehr britischer Ansatz, wenn Sie das Warwick Edinburgh Mental Wellbeing Scale und so weiter sich angucken, da geht es darum am Ende, ob unsere Gesellschaft besser wird. Ganz simpel aufklärerisch ist das gemeint. Also solche Skalen, mit denen wir das versuchen zu ermessen, das sind also standardisierte Skalen. Wir brauchen gemeinsame Textmodelle, also wie beschreiben wir Texte, also nur Satzlängen oder nutzen wir auch Kategorien wie Komplementsätze. Und das Ganze bringt mich dann zum Schluss. Wir sind in einem alexandrinischen Zeitalter, so nenne ich das in meinem hoffentlich bald kommenden Buch Lesen im digitalen Zeitalter. Alexandrinisch deshalb, weil wir zum ersten Mal diese riesigen Lesewelten erfassen können, die vor kurzem noch nicht da waren, aber es ist klar, es gibt viele dieser Leser. Wir haben neue Methoden, diese Daten auch zu erheben und zu analysieren, die vor kurzem, also damit meine ich die letzten 5 Jahre noch nicht da waren. Die sind sehr stark quantitativ, das finden viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus meinem ursprünglichen Fach der Germanistik nicht gut. Sie sind nicht primär hermeneutisch, sie sind sehr stark statistisch, psychologisch. Wir haben große Probleme mit personalisierten Daten und Datenschutz. Wir haben jetzt gelernt, dass ein großer Teil unserer Forschung illegal ist. Und was machen sie dann? Für Forscher sind leider auch korrupt. Wir haben noch kein Textmodell, mit dem wir uns alle verständigen, um unsere Daten miteinander vergleichen zu können. Und wir würden sagen, vielleicht ist sowas, was man Scaffolding-Theorie, das ist ja ein größeres Theoriekonglomerat, ein integratives Forschungskonzept, um überhaupt auch weltweit, also wir arbeiten auch mit Korea zusammen, zu verstehen, was eigentlich im Lesen passiert. Ja, und das war's schon. Jetzt habe ich ein bisschen überzogen. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank für die sehr eindrucksvollen Einblicke in das digitale Lesen. Und wir haben jetzt noch circa 5 Minuten Zeit, noch für Fragen. Der Würfel, ist hier auch, das muss ich gleich noch anmachen. Den Würfel kann ich gerne noch ein bisschen auf den Marcel zuwerfen. Aber man kann gar nicht sich schon melden, dass er dann weiß, an wen der Würfel dann geworfen wird. Jemand hat eine Frage. Ja. Wer möchte? Der Rampel ist jetzt auch wach. Ja, der schreibt doch immer. Ja, ja. Eine der Fragen, die sich mir stellt, ist, wir haben ja Globalisierung. Wir haben eine Globalisierung der Sprache. Bei Teen Fiction oder sowas, wie das das Palast Sprachgrenzen verschwimmen. Wie passt das jetzt noch erstmal mit rein? Ist es sozusagen, ist so die Nationalsprache, die das so, also Französisch, wo eben doch ein relativ hoher, muss sehr viel dafür gemacht wird, dass es so bleibt, also Frankreich vielleicht noch mehr wie bei uns. Und dann eben im Englischen, wo eben eigentlich auch schon so ein Stück weit aufgegeben wurde, das ist eben so, wie es entsteht. Wie sehen Sie das gerade aus den Forschungen, die wir haben? Die Globalisierung von Sprache laufen wir, also wenn wir die nächsten 50 Jahre schauen, auf so ein Expanded Pidgin English zu oder bleiben Nationalsprachen, was wir in der Bildung vielleicht forcieren sollten, oder spielen Nationalsprachen eine untergeordnete Rolle? Also sie spielen keine untergeordnete Rolle, allerdings gibt es nicht viele Daten dazu. Also wir versuchen tatsächlich Sprachen zu vergleichen. Vor allem auch europäische Sprachen und dann asiatische Sprachen, weil dort die Digitalisierung so weit fortgeschritten ist, in den Blick zu nehmen. Das Englische dominiert und im Englischen haben wir auf alle Fälle diese, manche jetzt kritisch sagen, das Kreolisierung oder wie immer Sie das benennen wollen. Allerdings gibt es noch ganz andere Globalisierungsphänomene da drin. Sie müssen also vielfach wissen, wer irgendwelche Popstars, Superstars in J-Pop oder K-Pop sind oder wer Mumfords and Sons sind, sonst verstehen sie viele dieser Texte nicht. Die haben natürlich mit einem hohen Grad von
populärkulturellen Referenzen, die dann bestimmte Communities adressieren. Und die Frage ist, was eigentlich hauptsächlich uns dann auch interessiert, gibt es sowas wie Common Ground oder haben wir dort auch eine Heterogenisierung, dass die einen schreiben nur Alpenkrimis und die anderen schreiben so die coolen Krimis, die in der K-Pop-World spielen, Krimis oder Geschichten, die in der K-Pop-World spielen. Also gibt es da überhaupt Überlappungen, wechseln die Leute Genres, also eine Bildungsqualität würde ich darin sehen, wenn Kinder und Jugendliche in der Lage sind, in verschiedenen Genres sich auszudrücken, das würden wir gerne besser verstehen. Ich kann es Ihnen noch nicht in Zahlen geben, ob zum Beispiel in Frankreich da eine stärkere Orientierung an dem hochfranzösischen Ideal eine Rolle spielt, in Deutschland im Vergleich zum Englischen, aber die größte Community ist im Englischen und die ist halt extrem heterogen, nicht bloß in Großbritannien, sondern die schreiben ja auch in Indien auf Englisch, weil sie damit ein Weltpublikum erreichen. Und die wissen, es gibt diese Karrieren von Anfang 20-jährigen Millionärinnen. Also in diesem Self-Publishing-Bereich. Das ist natürlich attraktiv. Ich habe ein Geschäftsmodell und das zieht die Jugendlichen an. Ja. Ja, vielleicht noch eine Frage. Dafür hätten wir noch ein bisschen Zeit. Eine Frage. Ganz hinten, ja. Da bin ich nicht mehr über zwei Stunden. Ja. Oh. Ja, herzlichen Dank für diese sehr interessanten Einblicke. Mich würde interessieren, ob Sie noch ein paar Methoden, Beispiele geben könnten, was genau Sie an diesem Business-Prozess wie analysieren. Also ich habe jetzt Wortlänge oder auch emotionale Wortschatz oder weniger emotionalen, was gibt es sonst noch so für Ansätze? Also es gibt, wenn Sie Zürcher Texttrustern nehmen, gibt es eine ganze Reihe von Kategorien. Das heißt, die Gliederung des Textes als scheinbar Selbstverständlichkeit, aber Sie wissen alle, wie mühevoll es ist, Kindern beizubringen, dass sie im Text eine Gliederung hat und damit ist nicht bloß die Überschrift gemeint, aber auch solche Kategorien wie Komplementsätze, daran sind wir sehr interessiert. Das sind Sätze wie, ich denke, sie hat gestern gesagt, er habe XY getan. Also wo sie mehrere Perspektiven ineinander abbilden. Und das Problem ist, dass diese computergestützten Methoden darauf basieren, dass es irgendwo an der Oberfläche abgreifbar ist. Ein Großteil unserer Sprache passiert ja hinter den Worten. Und das heißt, wir müssen, das ist das Hauptproblem in den sogenannten computergestützten Forschungsmethoden, einen Weg finden, wie wir an der Oberfläche die Dinge abgreifen können. Und ein wichtiger Forschungszweig, den wir verfolgen, ist, welche Wertungskategorien haben die? Also wie stark spielt es eine Rolle, dass ich in dem Buch versinken kann, dass ich die Welt um mich herum vergesse, das sogenannte immersive Lesen, spezifisch moderne Lesen, das im 18. Jahrhundert aufkommt. Und das zu erfassen, weil die benutzen zwar gelegentlich auch solche Wörter wie immersiv oder ich habe mich im Buch vergessen, aber das wird in ganz verschiedenen Weisen ausgedrückt. Und wie finden Sie einen formalen, algorithmischen Weg, um jetzt allein die Kategorie des immersiven Lesens zu nehmen? Oder wie finden Sie ästhetische Werturteile im Unterschied zu sogenannten weltbezüglichen Urteilen? Wir vermuten, dass viele dieser Bücher, wir wissen es aus der Lesesozialisation, erst einmal auf das eigene Leben abgebildet werden. Bevor solche Kategorien kommen, also hier ist der Erzähler wirklich, benutzt viele indirekte freie Rede oder so, erlebte Rede oder so etwas. Ja? Also wie können wir solche Wertungskategorien überhaupt erfassen, die in so unterschiedlicher Sprache von Jugendlichen in verschiedenen Altersgruppen ausgedrückt wird? Und Hauptteil der Forschungsproblematik ist, wir haben das sozusagen von der Theorie und wie kriegen wir die Theorie formalisiert oder wir sagen dazu modelliert, der Modellierungsprozess ist computergestützten Methoden zentral, so runter, dass wir aus Millionen von Threads sagen können, die Menschen, also die jungen Leser bewerten die Bücher zunächst einmal, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ist das tatsächlich so? Ja. Und natürlich benutzen wir auch ganz einfach Fragebögen, wir gehen dorthin, wir haben mit der Barbara Piatti, die hat so ein schönes Projekt gemacht mit Schulklassen, Jugendlichen, wir schreiben unseren ersten Liebesroman, auch Jungs, ja, kann man sich vorstellen, das ist so ein ganz triviales Thema, aber wunderbar, da haben wir wirklich echt, also
von einer bestimmten Gruppe, die wir sehr gut kennen, doch ein paar Tausende, die da jetzt mitgemacht haben, auch teilweise online, die selber geschrieben haben und die wir dann darüber besser verstehen können. Da fangen wir jetzt allerdings erst an, also ich kann Ihnen noch keine Ergebnisse präsentieren. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag, für die Diskussion.